Und da sind wir wieder mit der billigsten Folierung Deutschlands. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, haben wir den E46 gewaschen, komplett auseinandergenommen und mit der Könighaus-Autofolie foliert. Und man muss echt sagen, die Könighaus-Folie ist gar nicht so schlecht, wie der Ruf ist. Am ersten Tag haben wir schon sehr viel geschafft, aber jetzt geht's weiter. Wer den ersten Part noch nicht gesehen hat, hier geht's zum Video. So, die Folie ist jetzt einen Tag oder eine Nacht drauf und hält bis jetzt ziemlich gut. Die Sicken gehen auch nicht ab. Zumindest jetzt noch nicht. Wir hatten ja bei der letzten Folie das Problem, dass an jeder Kante hier und ja an jeder Sicke zum Teil die Folie abgegangen ist. Hier ist es noch nicht der Fall. Wir werden mal sehen, wie das aussehen wird in ein paar Wochen, wenn die Folie auch in der Sonne steht. Aber wir haben auch hier noch nicht getempert. Tempern machen wir, glaube ich, erst zum Schluss, wenn alles fertig ist. Wobei ich weiß nicht, ob man das vorher oder nachher macht. Ich frage mal gleich bei Kundfolientechnik nach. Aber bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Das Schöne und dabei auch das Schlechte daran, ein Whitebody zu haben, ist, dass man weniger bzw. mehr folieren muss. An der Karosserie muss man viel weniger folieren, weil man kann eigentlich da, wo das Whitebody anfängt, aufhören zu folieren. Aber gleichzeitig ist es auch viel, viel schwerer, ein Whitebody-Kit zu folieren, als die Karosserie des Autos. Hier sehen wir einen bilderbuchgeraden Schnitt. Es ist sehr wichtig, die Kanten so gut wie es geht umzulegen, damit sich auch nichts löst. Weil wenn sich die Kanten einmal lösen, dann kommt er direkt runter und dann bekommt er die nie wieder dran. So, die erste Seite ist jetzt fast fertig. Wir fahren einmal raus, müssen den Wagen wenden und dann können wir auch gucken, wie der Wagen aussieht in Tageslicht. Und? Das sieht doch gut aus. Ja, ich find's gut. Aber die Beulen sieht man natürlich jetzt viel mehr. Guck mal da hinten, an der Tür. Aber sonst sieht der Wagen richtig gut aus. Gleich mit dem Whitebody, wenn es drauf ist. Boah. So, der Wagen ist jetzt umgeparkt und die Selina, die macht heute den Kofferraumdeckel. Wir haben den Deckel in zwei Teilen unterteilt. Wir machen einmal oben was und einmal unten. Und das obere Teil macht jetzt Selina, oder? Genau. Was müssen wir machen? Folie zurechtschneiden. Nee, zuerst. Genau. Sauber machen. Ach so, haben wir noch nicht. Was viele vergessen beim Saubermachen sind die Kanten. Das ist das Wichtigste, weil dort hält alles fest. Parallel zu dem, was wir machen, säubert der Daddy das komplette Auto, damit wir sofort danach nach der Heckklappe anfangen können, die Vordertür zu folieren. Und dafür, dass sie noch nie foliert hat, stellt sie sich gar nicht so schlecht an. Und jetzt könnt ihr erstmal unsere Folierungskünste bewerten. Und nein, die Heckklappe sah wirklich nicht so schlimm aus für die erste Folierung, aber ich wollte es trotzdem nochmal schnell neu machen, weil so eine gerade Fläche ist ja relativ einfach zu folieren, wenn man es kann. Aber fürs erste Mal hat sie wirklich einen guten Job geleistet. So, wir kommen jetzt langsam zu den schweren Part am Auto, und zwar die Stoßstangen bzw. die Frontstoßstange. Und hier hat mir auch Kundfolientechnik einen sehr guten Tipp gegeben, den ich auch so umgesetzt habe. Ich wollte erstmal hier, weiß ich nicht, ob ich überhaupt hier ein Inlay reinmache oder ob ich das einfach schwarz lasse, weil ich finde, das sieht besser aus, wenn das schwarz ist. Dann hat mir der Dennis gesagt, ich soll von hier einmal ein Inlay reinmachen bis zur Sichtkante, also hier dann so runter und auf der anderen Seite genauso. Und dann habe ich
eigentlich nur noch hier vorne alles. Und hier könnte ich dann einen Schnitt machen, dann wäre es einfacher zu folieren, weil dann können wir hier hoch und runter gehen, so wie wir wollen. Und dank des Whitebodies können wir auch die Stoßstange wieder einmal in zwei Teilen folieren. Einmal oben die komplette Leiste und einmal unten die Stoßstange. Weil das Whitebody deckt so viel ab von der Stoßstange, dass man dort einfach ein zweites Stück nehmen kann und überfolieren kann. Also hat auch ein Whitebody einen Vorteil, wenn man foliert. Allerdings wird ihr später im Video sehen, das Whitebody zu folieren ist eine reinste Katastrophe. Das erste Stück der Stoßstange ist jetzt fertig, war jetzt doch schwerer als gedacht. Damit wir gleich nicht so viel Folie verschwenden, für die Front, weil die Front ist ja immer kürzer, also die Stoßstange der Front ist immer kürzer als hinten, messen wir erst hinten aus, schneiden dann komplett für hinten die Stoßstange aus. Das habe ich schon gemacht, sind 270 plus Überstand, ich nehme einfach 290. Und vorne, wir können dann die 290 einmal cutten, dann haben wir die Hälfte für die hintere Stoßstange und die Hälfte für die vordere Stoßstange. Und so müssen wir halt nicht zweimal so lange Stücke ausschneiden. Übrigens ist es tausendmal einfacher, wenn ihr eine zweite Person zur Hand habt. Vor allem bei so großen Stücken wie die Stoßstange, die Motorhaube oder auch ein Kotflügel ist es einfacher, wenn man eine zweite Person anlegt und der eine föhnt, der andere zieht und der andere macht noch irgendwas. Also es ist wirklich tausendmal einfacher, wenn man zu zweit ist. Vor allem das Anlegen ist zu zweit viel, viel einfacher. Jetzt habe ich so oft einfacher benutzt. Ihr müsst mir einfach glauben, dass es zu zweit einfacher ist zu folieren. Das war jetzt ein Akt, vorne die Stoßstange, aber einfacher als gedacht. Und jetzt gehen wir weiter hinten. Die Stoßstange, die wird nämlich, glaube ich, etwas schwerer. Weil die Stoßstange einen 90-Grad-Winkel erstmal nach vorne hat und auch gleichzeitig einen 90-Grad-Winkel nach unten unter das Auto, ist es etwas schwerer, diese Folie hier zu verlegen, weil das ist ja keine Premium-Folie, die man ziehen und biegen kann, wie man will. Weil wenn man zu feste zieht, dann wird die Folie matt oder wird ein bisschen heller. Matt ist die ja schon. Und deswegen ist es halt schwer, diese Stoßstange mit dieser Folie zu folieren. Aber wie ihr sehen könnt, ist es auch nicht unmöglich. Jetzt kommen wir aber zu etwas, was eigentlich unmöglich ist, und zwar das Bodykit. Das Schwere am Bodykit ist nicht die Form oder die Oberfläche oder sonstiges. Das Schwere ist einfach nur, weil das Bodykit nicht am Auto foliert werden kann, sondern wie wir hier zum Beispiel auf Kartons foliert haben, ist es ganz schwer, die Folie auf das Teil zu bringen, weil es verbiegt sich alles, es verrutscht alles und man muss eins immer im Hinterkopf behalten, man kann nicht die Folie über das Kit ziehen, weil es ist Glasfaser und Glasfaser bricht, wenn es zu überlastet ist. Deswegen musste man halt wirklich aufpassen, dass man die Folie so wenig wie möglich spannt und über das Teil legt, weil wenn man die Folie zu sehr gespannt hat und das Teil über der Kiste zum Beispiel lag, dann hat es sich angefangen zu verbiegen und es knackte auch zwischendurch mal was. Zum Glück ist das Teil aber heile geblieben und die Folie haben wir auch, wie ihr sehen könnt, ziemlich gut, würde ich sagen, auf das Teil bekommen. Und während der Danny die Kofferraumklappe foliert hat, habe ich mir ein Seitenstück vom Whitebody genommen und habe das auch foliert.
So, wir sind jetzt komplett fertig mit dem Auto zu folieren. Das Bodykit ist fertig, das Auto ist fertig. Das Bodykit ist ziemlich gut geworden, viel besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir richtige Probleme, hier die Rundung hinzubekommen. Aber bei der Folie von Könighaus ging das jetzt einigermaßen. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt geklappt hat. Ich glaube, es liegt wirklich an der Folie, weil die Folie davor war TechWrap und die war nicht so gut. Selbst hier die ganzen Rundungen, die habe ich ja gerade erst gemacht, aber die halten trotzdem. Und die Sicken, die haben wir nochmal nachgetempert und jetzt halten die auch. Wir haben diese Sicke gestern nachgetempert und es ist nichts mehr hochgegangen. Ja, jetzt können wir eigentlich alles montieren und dann sind wir fertig, oder? Und das haben wir auch gemacht. Wir haben hier noch einmal so ein Gummiband. Das Band schließt die Karosserie von dem Whitebody ab, sodass das Whitebody nicht an der Karosserie schabt und die ganze Folie kaputt macht. Und außerdem soll es Schwingungen und Bewegungen aufnehmen, damit es nicht an der Karosserie, wie gesagt, immer hin und her schleift. Wir haben es hier erstmal versucht, im ausgebauten Zustand das Band auf das Whitebody zu bringen, hat aber nicht geklappt. Dann haben wir wieder alles montiert und im montierten Zustand ging das eigentlich ziemlich gut mit dem Band. So, hinten ist jetzt dran, nur hier haben wir jetzt das Problem, dass ich als ich das Bodykit drauf gemacht habe, hatte ich die Wahl, entweder ist es hier vorne zu hoch oder die komplette Spalte hier stimmt nicht ein und ist halt ja verschieden groß. Dann wäre es hier fast an der Karosse, also hier an dem Whitebody und hier unten hätten wir dann so einen Spalt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir hier höher gehen. Aber jetzt haben wir das Problem hier vorne. Dadurch, dass das Gummi jetzt aufbaut, ist das Gummi hier vorne jetzt schief und sieht nicht so schön aus. Aber ja, ändern kann ich es jetzt momentan nicht. Vom Weiten sieht man es auch, aber ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt kommen wir zum Finish und zwar die ganze Montage der ganzen Kleinteile. Hier zum Beispiel die Leisten, dann musste da noch das Whitebody Kit dran gemacht werden an die Stoßstange. Dann kommen nur noch die neuen Rückleuchten dran und wir sind fertig. Schaut euch das Ergebnis mal an. Ist es die schönste Farbe, die ihr jemals gesehen habt? Bestimmt nicht. Das Whitebody Kit ist auch nicht zu 100% perfekt drauf und die Folierung ist erst recht nicht zu 100% perfekt auf dem Auto. Aber trotzdem kann man auf sich stolz sein, dass man sowas vollbracht hat, weil nicht viele folieren ihr Auto selber und vor allem nicht wie ich hier zum Beispiel. In dem allerersten Video habe ich das Auto in unserem Garten foliert und nicht nur foliert, sondern ich habe das komplette Auto im Garten umgebaut, Leute. Also lasst euch nicht abkriegen von den ganzen Hate-Kommentaren und macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf den Abo-Button, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.